Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, grüße euch miteinander und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Ausgabe von Total Birgit. Es freut mich, dass ich euch durch die Sendung begleiten darf, beziehungsweise dass wir euch durch die Sendung begleiten dürfen. Ich bin nämlich nicht allein. Hey, Sie! Was machen Sie da? Eine Fernsehsendung. Und wen bringen Sie da in die Kiste? Ja, jetzt! Es läuft eigentlich schon und ihr kommt übrigens auch drinnen vor, Frau Pfund. Hey, nochmal! Da muss ich ja gleich schauen. Aber wer ist ein Sonnengugut, hä? Ja, ihr seht, ich bin da mitten in dem Quartier, wo einige von diesen Figuren angesiedelt sind, die in Total Birgit vorkommen. In erster Linie natürlich Elmira Iseli. Hallo? Was ist denn jetzt? Wer sagt es? Ja, nein, meine Nerven. Nein! Aber fangen wir doch an. Und anfangen wollen wir den Total Birgit Abend mit dieser Nigunagu neuen Folge. Ja, nicht. Habt ihr Problem, Frau Iseli? Ja, irgendwie hat mein Schlitten ein bisschen zu wenig Fuss drauf im Moment. Da könnte man nicht... Mal, klar. Ja, das ist aber nett. Sicher. Ja, noch. Merci. Gern geschehen. Wie gesagt, anfangen wollen wir die Sendung mit einer neuen Folge. Und da spielt zum Beispiel auch der Granium, der wie aus dem Nichts auftaucht, eine gewisse Rolle. Und heissen tut die Folge Guru Iseli. Viel Vergnügen. Liebe Zuschauer, jetzt, Sie müssen aufpassen. Oui, oui, auch Sie. Kommen Sie. Sie. Noch näher. Ja, sehr schön. So ist gut. Was ich jetzt sage, ist speziell für die Fisch. Also, écoute. Du, Rosemarie. Psst, jetzt wird's ganz spannend. Morgen, Sie haben eine Sternenkonstellation phänomenal im ganzen Jahrhundert. Extraordinäre. Ah, das ist die Astrologie, Gumsleder. Mars betritt zusammen mit Jupiter das dritte Haus. Der Mars ist im dritten Haus? Und Pluto steht senkrecht auf Merkur. Also, auf was wartest du? Spring die konventionell! Ja, sehr schön! So ist gut! Mach was verrückt! Voilà! Und hier! So! Und hier! Was, Marie? Hör auf! Deine Tag von die Schicksal. Also ergreifen Sie das einmalige Chance. Gehen Sie barfuß und mit Blumen in das Haar in die Tag hinein und du wirst finden eine ganz große Liebe. Komm, Frau Schrupatelli, das stecken wir alles von Sie Briefkasten. Ich kann es gerne so mischt. Grüß euch miteinander. Ein wunderschönes Deckel. Was ist denn die gefahren? Du? Ich wüsste, hätte Fernsehen schauen, Madame Cassiopeia, Astrologie, weisst, hätte sagen, heute so rausgehen und er schaut wie ein Moritz. Ist ja logisch. Ja, astrologisch. Dass es immer noch Leute gibt, die an das Zeug glauben, Astrologie, Wahrsagerei und den ganzen Humbug. Die Zukunft kann niemand voraussagen.
Grüß dich, Frau Schori. Nein, nicht der Tür. Geht der Tür. Ja, warum sagen Sie das, Frau Wieseli? Das wäre nämlich ein Umweg für mich, wissen Sie? So glaubt mir doch einfach mal. Ja, wenn Sie meinen. Der hat mich ja glatt geschlagen, wenn ich da durchgegangen wäre. Woher haben Sie das können wissen, Frau Wieseli? Sind Sie Hellseherin? Das muss ich den Flagglütern erzählen. Sie kennen Flagglüter. Eine geschiedene Lammsau. Sie hat sich etwas mit dem Herrn Löhliger vom 46. Jedenfalls, das glaubt ihr mir nicht, das kann ich Ihnen sagen. Ich muss gar nicht so schauen, Frau Schruppatelli. Das ist ein Zufall. Der Tenne hat nämlich einen grossen Hundsdreck, wo ich vorhin fast reingetrappt wäre. Und darum habe ich der Frau Schori gesagt, sie solle gescheiter. Sicher. Da ist sie. Jemmers. Was macht ihr da? Machen Sie auch Wunderheilige, wissen Sie? Ich habe es nämlich im Kreuz. Sie kennen Pflegelüter. Entschiedene. Ramsauer, ich weiss. Und jetzt hat sie etwas mit dem Herrn Löhliger. Aber wie kommt ihr überhaupt da rein? Es war offen. Darf ich mich vorstellen? Löhliger. Verbitte mit der Mutter. Das heisst, deine Frau hat Mutter. Also die wollte bekommen, Gordner. Sie kennen den Herrn Gordner. So, jetzt mal ganz langsam. Was genau wollt ihr da? Wenn Sie vielleicht schnell mit meiner verstorbenen Frau würden Kontakt aufnehmen. Hä? Müssen Sie sich zuerst noch in eine Trance versetzen? Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich bin da. Also, raus jetzt! Ja, Sie! Könnten Sie nicht wenigstens schnell da die Hand auflegen? Raus! Ich habe da gewisse finanzielle Schwierigkeiten, wissen Sie? Hören wir da hier. Also, Ihre Glückszahl könnten Sie mir schon zu 19 und von mir aus noch zu 23. Adieu! Halte mich für einen Guru, oder was? Ja, hast du nicht auch. Ich habe doch gesagt, ich habe nur... Oder glaubt ihr etwa noch? Ich könnte einfach so machen. Das war nicht ich. Sicher, ich habe nur... Hast du schon als Kind können das? Ins Heiter. Es zieht halt ein bisschen. Bist du Medium, du? Kappis. Vielleicht besser mal jemanden fragen, wo ist schon Medium? Wo ist ein Experte, weisst du? Oh, habe ich Pfanne auf den Herd vergessen? Das Medium nicht. Weil es ist eben so. Ich habe plötzlich entdeckt, dass ich auch so, plötzlich so Sachen kann, also so Zeugs. Ja, schön. Ich habe gelesen, da macht jemand einen Engelskontakt. Seht ihr das? Ja, ich bin auch mit Engelskontakten beseelt. In meine Sitzung lasse ich sehr, sehr hohe Energien einfließen. Bitte sehr.
einfach in einem Zug ziehen. Aha. Weil der Fluss des Lebens soll ja gewahrt sein und das sind ja ihre Bilder innerlich. Und die möchte ich ja auch flüssig dann interpretieren. Und da gehen die Schwingungen hinten im Körper rein, ne? Wollen Sie das drauflegen? Ja, gern. Jetzt fühlen Sie mal, was Sie hier fühlen. Sei für dich da. Liebe dich dort. Sei gut zu dich dort. Und das muss da sein. Excuse. Zitiert der Guru Srinivasi. Er hat mir gesagt, ihr seid der Experte für das Übersinnliche. Die Kraft der sieben Chakren hat mich ausgewählt durch die Gnade des Lichts. Eben, jetzt habe ich hier ein paar Feststellungen gemacht. Also ich gebe ja nichts drauf, es ist ja nur ein Zufall. Wie sollte ich zum Beispiel wissen, wenn ich mich hier in der Ecke stelle? Ob dir noch gerade am Kopf kratzt oder einen Schluck Tee nehmen. Ist etwas. Wie geht das? Machen die ein kosmisches Energiefluss-Channeling oder meditative Magnetfeldernährung? Noch mehr durcheinander bringen würde es mich ja, wenn ich plötzlich Gegenstände könnte bewegen, also mit der Birne, geistig quasi, wie die alle da. Macht ihr das? Ja, gar nichts gemacht. Gar nichts. Ja, aber warum bewegt sich das? Schale. Keine Ahnung. Hört, Herr Srinivasi, ihr seid hier der Experte. Ich heiße eigentlich auch nicht Srinivasi. Ich bin der Rudi Rost aus Rüfenacht. Und ihr geht jetzt besser wieder mit so Sachen, die ihr nichts zu tun habt. Ich habe gar keine besonderen Fähigkeiten. Doch. Ich weiss, wie man Geld verdienen kann. Aber sonst... Nein. Ja, was mache ich jetzt? Einfach ignorieren. Vielleicht geht es dann wieder vorbei. Ihr seid mir eine schöne Hilfe. Guru Srinivasi. Das glaubst du ja nicht. Geld zurück. Tschüss. Wartet, Ihre Zahlen haben also vorne eingeschlagen. Wenn Sie mir vielleicht nahe... 8:33, sind auch nicht schlecht. Danke. Frau Wieseli, machen Sie auch Traumdeutungen? Nein, ich habe da immer wieder den Traum, also ein Mann mit einer Wassermelone auf dem Kopf. Frau Iseli, wo ist mir der Kollesuri oder ohne Kollesuri? Das stimmt top so. Merci. Vertell du, was Experte sage? Ah, das war ein Scharlatan, kein Experte. Ich weiss gleich viel wie vorher. Was ist die Macke? Ich weiss nicht. Vielleicht ist es ja vorbei. Nehmt bitte mal die Schale in die Hand, Frau Schrupatelli. Das da. Genau. Jetzt die Arme ausstrecken und wenn ich sage losla. Ich versuche sie mit Hilfe meiner Gedanken zum Schweben zu bringen. Aufpassen.
Ich denke. Los, jetzt! Hey, ich denke noch. Achtung! Los! Geschenkt bekommen, mich nicht getraut, sie vorzugehen. Iseli, also, der Traum geht es ja. Hä? Das glaubst du also nicht. Plötzlich wehe alle etwas von mir, weil sie glauben, ich habe besondere Kräfte oder was. Am besten, ich hole ein bisschen ab. Ja, nicht meine Ruhe. So, da haben wir noch. Alles. Voilà. Ab geht's. Nein, Frau Jori, nicht schon wieder. Voilà. Links drüben. Bin ich dort angelandet. So. Endlich. Ruhe. Pfund, aber wie... Ich bin nachgefahren mit dem Taxi, hat mich glatten 100er gekostet. Aber wenn ich jetzt endlich meinen Traum erzählen könnte... Die halt. Ich fahre mit dem Velo. Mit dem Velo. Ja, ich fahre mit dem Velo, hey? Dann kommt mir der Herr Zinsli entgegen mit einer Wassermelone auf dem Kopf. Eine Wassermelone? Ja, eine Wassermelone. Und er? Fertig. Und so jetzt? Wir sagen, was das bedeutet. Sie sind doch jetzt ein Guru, oder? Hört, ich habe keine Ahnung. Hätt ihr gern Wassermelone? Nein. Der kann euch nicht weiterhelfen. Ja, sie müssen mir weiterhelfen. Oder möchten Sie, dass Ihnen jede Nachbarin einschläfen, die Zinsli mit der Wassermelone entgegenkommt? Also gut. Von jetzt an geht ihr jede Nacht vor dem Einschlafen voraus und laufen dreimal um einen Baum herum. Dann bessert es. Und was für einen Baum? Excuse. Aber eine innere Stimme sagt mir gerade, ich müsse dringend weiter. Ja, jetzt gehen Sie einfach, oder was? Ja. Hey, nochmal! Oh, das ist gut falsch, dann gehe ich wieder zurück.
Willkommen, Omaranda, Herrscherin der dritten Geistesebene. Wir öffnen uns deinem Bewusstsein. Wir spüren deine Energie, Omaranda, und versetzen uns in den Zustand des Seins. Excuse, mein Name ist Iseli. Wenn Sie mir ins Allerheiligste folgen würden. Wie gesagt, die verwechselt mich. Ich bin nicht Maranda. Die Botschaft von deiner Kraft ist angekommen, Maranda. Wir haben die Zeichen verstanden. Maranda ist uns versprochen, Maranda ist uns erschienen. Masi, aber... Heilsbringerin, ich verneige mich. Du führst unser Zeitalter vom universellen Spiritus. Alle Götter! Wir müssen mit dem kosmischen Urgeist Kontakt aufnehmen. Nein, nein, du. Euch hat's doch in Weizen geschneit. Hallo, das ist eine Botschaft von grossen Maranda. Geht sofort alle hin. Eure Sektenmami da hat also einen schweren Flick vor. Sicher. Entschuldigung, excuse. Momo, es hat noch recht viel gegen mich. Mariano, da bitte. Das ist noch ganz nett. Iseli, glaub ich sehen, dass diejenige ist, die sie mir da angegeben haben. Jetzt heitern. Ich habe alles auf diejenige gekriegt. Alles auf diejenige. Jetzt hört Frau Schorri. Alles auf diejenige. Und was ist hoch? 26, glaub ich nicht, ja. Aber da kann ich nichts dafür. Tschüss! Iseli? Grüezi, Frau Iseli! Habe ich wollen hören, ob alles gut bei dir und du jetzt ein bisschen Ruhe du? Nein, das kann man nicht sagen. Abholen bringt es gar nicht. Kommen wir morgen, glaub ich, gescheiter wieder heim. Oh! Alte Fund laufe um den Baum um, mit den nackten Hemden. Streu! Voilà! Ich weiss warum, aber das erzähle ich dem morgen. Dann bist du Mani, gell? Ciao, Frau Iseli, ciao! Hallo, nehmt ihr mich mit?
tipptopp. Jetzt wird er noch ein bisschen. So ist gut, ja. Sehr gut. Iseli. Grüezi, da ist der Meinschi. Ah, ihr seid der komische Typ mit dem Stirnband. Euch habe ich gerade im Fernsehen gesehen. Ob ich in eurer Sendung auftreten könnte? Ja, aber... Würde es mal sein, dass man da gutes Geld verdient. Aber ich habe ja gar nichts Besonderes. Ah, das macht nichts. Aha. Grüß euch, Frau Pfund. So, wie geht's euren Träumen? Viel besser, danke. Das hat meine Therapie ja so etwas gebracht. Ja, jetzt geht der Traum so. Ich fahre mit dem Velo. Hey, immer noch. Ja, aber der Typ mit der Wassermelone ist weg. Jetzt hat er einen Ananas auf dem Kopf. Der ist ja gut. Ja, ich wähle gleich etwas anderes. Grüß euch, Frau Schori. 5'000 Franken habe ich verspielt wegen Ihnen. 5'000! Von wegen 33. Frau Häfliger hat also auch gesagt, sie kenne Frau Häfliger. Sie hat ja ganz schlimme Krampfadeln gehabt. Also Frau Häfliger hat gesagt... So gut, ich zahle nicht die 5'000 Franken. Was? Unter einer Bedingung. Die lässt mich endlich in Ruhe. Ja, das muss ich ja glatt der Fleischbeine verzählen. Ich habe die Nase voll von diesem übersinnlichen Gugus. Das könnt ihr mir glauben, Frau Schrupatelli. Wo ist denn wieder schön, wie du? Nee, fertig. Ich treibe noch die 5'000 auf für Frau Schori und er ist fertig. Wie du das, Maggie? Ah, das ist einfach. Grüezi und herzlich willkommen zu meinem Skiwetter. Ja, von mir. Freut mich, sind Sie auch am heutigen Abend dabei, was um Ihre Zukunft geht. Ein längeres Gespräch, aber wir haben natürlich noch jemanden im Beraterpool. Da schauen wir, momentan sind wirklich alle frei. Rufen Sie jetzt an, meine Damen und Herren. Sie spüren sehr viel, kann Sie optimal beraten in ganz schwierigen Situationen. Da ist Elvira. Wer ist jetzt dran? Da ist Erika aus Badmigen. Sali Elvira. Grüß dich, Erika. Was ist dein Problem, Erika? Es ist wegen der Liebe. Also, du lebst in einer festen Beziehung? Nein. Du willst mal in einer festen Beziehung? Nein. Also, du hast mal in einer festen Beziehung? Ja. Eben ja. Das zeigen die Karten auch deutlich an. Da kommt ein Mensch in dein Leben, so zwischen dem 10. und 12. Juli. Da bin ich in Spanien. Genau. Da kommt eine Begegnung mit einem Spanier auf dich Meine zu. Meine Neffe. Wo ein Italiener... Um Gottes Willen. Wo seinerseits ein Schweizer... Der Herr Nageli. Ja. Die Kreuzverbindung, die man hier sieht, lässt durchaus Raum für einen Nägel. Aber zur Sicherheit mache ich noch eine Feinprüfung. Eben mehr aus. Kennst du Herrn Nägeli? Nein. Hämmerli habe ich mal geküsst. Aber Nägeli nie. Oh. Ich sehe gerade, dass ich mit deinem Telefon, Erika, die 5'000 Franken für Frau Schori verdient habe. Also, das wär's gsi. Mitteilung an die Nation. Ich trete ab sofort als Medium zurück. Wenn ihr Fragen habt, studiert ein bisschen nach. Beantwortet sie selber mit gesundem Menschenverstand. Das hat die grösste Erfolgsquote und ist erst noch gratis. Tschüss! Du, heiliges Verdienen. Ja, ein bisschen nachdenken. Ja gut, das mit dem um den Baum rumlaufen, da wäre ja noch selber drauf gekommen. Habe ich ja schon immer gewusst. So,
Das wär's gsi. Fertig, Guru, du. Fertig. Aber willst du nicht wissen, wie das alles passieren ist? Ich glaube, man muss nicht immer alles verstehen im Leben. Kommt. Wir gehen in den Ausgang. Ich lade euch zum Essen ein. Super das! Kann ich Mantel holen? Macht das. So kann es gehen. Wobei ich persönlich glaube nicht so. Es passiert dem eher selten. Sagen wir es so. Wir sind jetzt unterwegs zu einem speziellen Ort, wo sich ein Teil der nächsten Geschichte abspielt, die wir euch zeigen wollen. So, da wären wir. Ja. Und dass ich hier in einem Gefängnis bin, hat natürlich ganz einen bestimmten Grund. Hallo, Sir. Ihr meint mich? Seht ihr sonst noch jemanden? Ihr habt 5 Minuten. Ich muss gar nicht so schauen. Es ist einfach ein bisschen blöd gelaufen. Sicher. Wollt ihr auch ein Beiss? Nein, merci. Was da genau blöd gelaufen ist bei der Frau Iseli, das seht ihr jetzt in einer weiteren Folge von Total Birgit. Viel Spass bei «Schwedische Gardinen». Ich wollte gerade abfahren. Kann sein, aber jetzt stimmt sie noch da. Ihr schreibt noch gern, hä? Fehlende Parkkarten und dann schaut ihr das Fahrzeug erst noch mehr als ein Viertel über die blaue Markierung aus. Das kumuliert sich dann zu 2 Bussen. Wissen Sie, da haben wir unsere Vorschriften. Das glaube ich ja nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Sie haben mein Vortrittsrecht auf dem Zebrastreifen missachtet. Das muss ich ahnden, da haben wir unsere Vorschriften. Excuse. Habt ihr auch so etwas wie gesunden Menschenverstand? Nein, das haben wir nicht, aber unsere Vorschriften. Elend. Zone trocken hier. Ein schönes Foto, Frau Iseli. Ja, ja, ganz nett. Aber ich bin höchstens 30 gefahren. Ja, aber in einer Begegnungszone. Da ist Tempo 20. Ja, was? Sie sind sowieso in der letzten etwas unangenehm aufgefallen, Frau Iseli. Bin ich. Warum? Wir haben da mehrere Übertretungen. Ah, ihr meint wegen diesen Bussen hier. Die könnt ihr alle wieder zurück haben. Die brauche ich nicht mehr. Sie wollen also die Zahlung verweigern? Ja, nur bei denen, die ungerechtfertigt ausgestellt worden sind.
Die anderen habe ich schon gezahlt. Ja, ich glaube, da nehme ich am besten mal ein Protokoll auf. Von mir aus. Aber ich habe nicht viel Zeit. Das selber. Wie viele Durchschläge braucht ihr? Soll das Frau sein? Excuse. Hey, das sieht man doch halb in diesen Filmen da. Da fragt der Polizist Namen und dann schreibt er den im Einfingersystem mühsam. Auf den bekommst du doch Vögel. So, jetzt lassen Sie wieder her. Sonst muss ich das als Vereitelung einer Amtshandlung taxieren. Name? Iseli. Sagen Sie es doch. Man hat in der Zwischenzeit übrigens auch schon den Computer erfunden. Vorname? Warum wollt ihr das überhaupt wissen? Ich muss sie verzeihen. Das geht vor einem Richter. Hä? Stellt mir vor, Frau Schruppatelli, vor einem Richter. Wie schreit der Fahne das? Vom Rezenten, gell? Ja, 100 Gramm. Gern. Die halten mich für einen Schwerverbrecher, oder was? No, no. Ist ja vielleicht nur eine Formalität, eine Scheissendreckerei. Und wie viel darf sie? 100 Gramm. Gern. Ja, ja, man muss positiv denken. Hoffentlich ist der Richter kein Büffel. Darf so ein bisschen? Ja, Fräulein Hutterli. Gern. Das ist ganz Mittag heute. Hey, und ist auch gut. Das Verfahren Akte 35.3 Straßenverkehrsgesetz, Paragraph 84c, Artikel 13 bis und 28, Abschnitt 3 und 4. Der Tatbestand ist unbestritten. Ob Protubiosis in der Akte scheint mir da nicht anwendbar, sei dem Vertretung von der Anklage. Kein Einwand. Vorbehalten bleibt selbstverständlich Passus 17.4 StGB. Selbstverständlich. Und zwar subcultis horatis, natürlich. Natürlich. Sind noch Fragen? Ja, scheint nicht der Fall zu sein. Das Verfahren ist geschlossen. Das Urteil wird schriftlich zugestellt. Ich weiss noch mit einem Bierli, Herr Meierfelder. Das sage ich nicht. Nein, Herr Wittli. Excuse, um was geht's da eigentlich, wenn man darf? Da hätten wir mal das StGB-Strafgesetzbuch. Für was du das brauchen? Ich muss doch mal herausfinden, wegen was ich da überhaupt verurteilt worden bin. Und das Juristensprachglump verstehst du doch nicht. Da steht's, gemäß Paragraph 84c Straßenverkehrsgesetz. Oh, das brauche ich auch noch. Da ist ein Dingebuch, das? Ich glaube, es ist so ein Tüt. Was sage ich? Das ist doch eine Bibliothek. Eben. Und kein Pantomime-Theater. Sie ist blöd. Ausgelehnt. Excuse. Nein, das ist es nicht. Ist das spannend? Ja. Da ist es ja. Paragraph 84c. Dir erlaubt doch schnell. Wie viele Busse musst du jetzt zahlen, du? 3'000 Franken oder wahlweise 10 Tage Gefängnis, haben sie geschrieben. So viele zahlen, du.
Nein, das wäre ja schade für das Geld. Aber wusste doch nicht, Borgen, Miseria. Aha. Aber die Kiste da. Zu den 72 ist eingetroffen. Verstanden. Hätten wir einisch Hose, einisch T-Shirt, einisch Kittel und ziehen da hinten persönliche Effekte da in die Schachtel, soweit alles klar. Da hätten wir einisch Handtasche, einisch Uhr, einisch Schnuderlumpen gebraucht. Also, bitte. Ich gehe ja schon. Das ist ein Klump. Und? Was findet ihr? Vielleicht ein bisschen streng im Schnitt, aber recht elegant im Sitz. Wir gehen da durch, bitte. Moment. Das gibt ein bisschen mehr Pep in das Arrangement. Wir gehen da durch. Aufpassen. Schön an die Seite bleiben. Wir gehen geradeaus. Wir tun nicht um Hühner, Zellen 172, so weit alles klar. Hallo? Oh, das ist noch üppig angerichtet. Eine heisse Beine. Ist das eure Frau? Nein, doch nicht. Wir gehen weiter, immer weiter. In einer Stunde werdet ihr abgeholt zur Arbeitstherapie. Dann steht ihr parat, soweit. Alles klar, ja. Hallo? Iseli? Leck, so einen Abfernungstenten haben sie denn da angeliefert. Ich nehme an, das ist mein Schlafgemach. Siehst du noch eine andere Kaie da? Schöne Aussicht. Ein wenig Gasche vielleicht. Aber gell, für den Preis kannst du nicht mehr verlangen. Ein Sektor Grad. Wenn du einen auf Schnürle machst, dann fährt es mir also quer rein. Kennst du das? Kein Problem. Voll der Mann. Und wir sind bereit, den Transfer vorzunehmen. Was macht ihr da? Ich habe da einen Vorschlag, wie wir das Apartment etwas aufwerten können. Darüber reden wir noch. Jetzt kommt ihr mit, das gilt auch für euch. So weit alles klar. Ja, ja. Easy. Schöne Aussicht. Thank you.
bitte, ihr tretet an den Stapel mit dem zu versendenden Material. Ihr transferiert zu den Kuvert, ihr setzt mich da hin, ihr schiebt das zu versendende Material ins Kuvert, ihr verschließt das Kuvert, ihr transferiert da über, ihr deponiert das Kuvert und ihr tretet wieder an den Stapel mit dem zu versendenden Material. Soweit alles klar. Ah, das ist kein Problem. Dann hätten wir mal das da. Zack! Dann hätten wir mal das da. Zack! Ihr wisst ja dann noch einen Gerichtstermin nicht. Keine Angst, ihr werdet rechtzeitig abgeholt. Wir beschäftigen uns mit Akte 12.8. Ihr könnt mich setzen. Eine gewisse Frau Elvira Giseli stellt da einen Haftentlassungsantrag. Ja, zwar die Vertretung der Anklage. Die Sachlage ist klar. Laut § 56g, insbesondere Artikel 5 und 12, ist der Antrag zurückzuweisen. Und nach Gerichtsprozessordnung des Weiteren unstatthaft. Sehr richtig. Ich verfüge darum. Einspruch. Laut § 19 bis StGB, Artikel 3, Passus 12, habe ich ein Recht auf Anhörung. So, aber machen Sie kurz. Zuerst muss ich mal klarstellen, dass ich eine unbescholtene Bürgerin bin. Ich rufe zu diesem Punkt die Zeugin Oma Pfund. Kommen Sie. Wo muss ich hin? Fährt der Chef da? Pfund! Ich muss das in aller Form zurückweisen, Frau Iseli. Das ist unstatthaft und verletzt sämtliche Regeln. Dummes Zeug. Laut Gerichtsordnung, da, Abschnitt 7, habe ich ein Recht, und zwar auch als Person ins normales Haus. Frau Iseli. Also, Frau Pfund, was habt ihr über die Frau Iseli zu berichten? Eine unmögliche Person. Aber gerade die Kiste hätte sie nicht müssen fallen. Hat die Vertretung der Anklage irgendwelche Fragen? Frau Pfund, ich versuche das Leumundszeugnis mal primär suggestiv einzuholen. Lass, Bubli, hör auf, aufgeschrübeltes Zeug zu verzapfen. Sonst komme ich Ohren weh über. Keine weiteren Fragen. Dann rufe ich jetzt die Zeugin Schrupatelli. Grüezi! Was mag ich für fertige Gebisse da? Jetzt mal etwas sage ich dir. Schon gut. Ich glaube es ja. Ich bestätige hiermit, die Frau Iseli ist eine unbescholtene Bürgerin, aber kommt endlich zur Sache. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass mein Aufenthalt in der Gefängniszelle 172 ungesetzlich ist. Die ist nämlich zu klein. Wie kommt ihr auf das? In der Verordnung über die Käfighaltung von Hühnern steht vor, das ist doch da nicht anwendbar. Warum nicht? Und wenn ich nicht zu mehr Auslauf komme, dann müsst ihr mich sowieso aus der Haft entlassen. Das, Herr? In den Statuten vom Küngeli-Züchterverband steht ausdrücklich... Einspruch. Du bist ruhig, Bubi. Ich komme zum Plädoyer. Und zwar berufe ich mich auf folgenden Artikel. 3 Eier, ein Prise Salz, Zwiebeln gut hacken. Nein, das ist das Kochbuch. Habe ich jetzt das Kochen? Wisst ihr was? Wir fahren morgen weiter. Die Verhandlung ist verdacht auf morgen gleiche Zeit. Ist alles gut, Frau Iseli? Das wären wir schon lieber, ich wäre wieder draußen. Oh, Frau Iseli. Die Dippidoppi, schöne Zupfemacke, für Frau Ideli, noch schöne Fili, drei Sudeli, noch zwei, drei. Ma che bellezza, guarda un po'! Dieci Dippidoppi Zupfeli per Frau Ideli! Siehst nicht aus, als hättest du eine Bank ausgenommen.
Nein, aber falsch parkiert. Ich hätte mein Steak gerne abgeholt. Und wenn ihr beim Dessert könntet darauf achten. Sie. Zehn Tage soll ich hier verbringen. Zehn Tage. Dann haben sie ja noch schnell zum Setzkasten rausgenommen. Aber ich bin schon seit einer Scheiße. Warum denn? Einfach die ganze Mühle. Heim, Gocki, heim, abgehauen, heim. Wenn du hier mal drin bist, dann kriegst du keine Chance mehr. Kein direkter Kontakt, ihr habt 5 Minuten Zeit, so wie alles klar. Frau Iseli! Frau Schruppatelli, schön seid ihr gekommen. Habe ich feine Zupfenbacke gemacht? Gämmer's. Alles für mich. Sie, hat eine feine Säge drin. Anke! Eier, ich tue halb noch einen Schuss Nidle drin. Sie, sie, und die Schusse Säcke. Eine von den Säcke ist ein Säcke. Und wir tun nicht flüstern. Ja, ja, es geht nichts über eine gute Zöpfe. Bleibt an meiner Seite. Wir gehen in den Arbeitsraum. Die Zöpfe könnt ihr in der Zwischenzeit bei mir abgeben. Nein, kann ich nicht. Ihr könnt nicht mit einer Zöpfe in den Arbeitsbereich. Wisst ihr was? Ich gebe es ihm. Er sieht aus, als könnte er es brauchen. Ah, als hätte er Hunger. Methoden entwickelt, wie das viel effizienter abläuft. Wir führen den Arbeitsprozess weiterführen, weil bisher soweit alles klar. Nein, wir sind ja schon fast fertig. Bei diesem schönen Wetter gehen wir doch gescheiter ein bisschen voraus. Ja, leg mir diese Lido! Ja, da ist Direktor Brüllisau. Was ist da los im Hof? Was? Hier zu mir! Ja, natürlich müssen wir die Gefangenen beschäftigen, aber. Wer? Ja, Frau Elvira Iseli. Mit Pudelfrisur. Ja, ich sehe sie. Ihr wartet die Person in 5 Minuten bei mir im Büro. Verstanden? Spitzenmutter! Machen wir nichts! Hallo? Kommt rein, Frau. Iseli. Aber das geht doch nicht! Genau. Ihr könnt mich doch da nicht einfach so einsperren. Ich vertrage also gesiebelte Luft schlecht. Nein, 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 das meine ich nicht. Ihr bringt da alles durcheinander. Ihr hetzt die Insassen auf. Ihr verletzt die Disziplin. Blödsinn, ihr könnt mir doch dankbar sein. Dankbar? Wenn ich euch das kurz dürfte erklären, Herr Direktor. Ihr müsst eure Gefangenen doch nicht wie Trottel behandeln. Sonst führen die sich dann auf wie Trottel. Nehmt die doch ein bisschen ernst. Stopp, stopp, stopp!
Ihr wollt mir da doch nicht etwas sagen, wie der Betrieb zu führen ist? Natürlich nicht. Ich habe da übrigens einen Quizabend organisiert. Wenn ihr auch mitmachen wollt, könnt ihr noch auf der Liste eintragen. Aber das ist doch... Vielleicht könnt ihr auch noch einen schönen Preis spenden. Ein Wellness-Weekend in St. Moritz oder so. Aus! In der Nied. Ja, Sally Hengz, da ist der Manfred. Los, du behandelst doch heute das Haftentlassungsgesuch von einer gewissen Elvira Iseli. Bitte, Manfred, tu mich nicht an das erinnern. Die macht mich fertig, die treibt mich auf die Palme. Ja, dann tu sie doch entlassen. Bitte! Setze. Wir kommen zur Wiederaufnahme vom Haftentlassungsgesuch. Und zwar geht's. Genau. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass schon in einem Gerichtsfall 1923 abgewiesen. Also ich habe da. Die bringen mich noch um den Verstand. Die erklären mich also für unzurechnungsfähig. Die verlangen ein psychiatrisches Gutachten, das beweist. Die verlangen gar nichts. Ich bin da der Richter. Könnt ihr das beweisen? Was? Ich meine, hey, wenn ihr Probleme mit dem Verstand habt, also ein bisschen bzzz seid, Einspruch. Abgewiesen. So, ich will dann fertig. Das Haftentlassungsgesuch ist angenommen. Ihr müsst nämlich wissen. Angenommen. Was? Angenommen. Ja, ich kann wieder rein. Ja, und zwar sofort. Die Verhandlung ist geschlossen. Hey, schade, dass ein Tisch ist. Du bist schwer okay im Fall. Merci. Ihr seid doch nicht so leid, wie ihr ausgesehen. Nein, ich mach dir voller Auszug hier. Und ich drehe da sicher noch ein paar Runden. Keine Angst. So schlimm wird's, Nico. Die verurteilen mich voll. Weisst du, einmal Mühle, immer Mühle. Abwarten. Ich wäre da zuversichtlich. Also dann. Tschüss. Hey, komm da hin. Du bleibst doch eine Freundin, oder? Abgemacht. Abgemacht. Meine Tochter. Ja, du, danke vielmals für den feinen Zopf. Tschüss! Die könnt mich setzen. Ich öffne das Verfahren Verletzung des Betäubungsmittelgesetzes. Einspruch! Das Gericht ist nämlich gar nicht zuständig. Was? Wartet! Iseli! Nein, ihr könnt da nicht rein, das ist nicht öffentlich. Doch. Kommt nur, das sind meine Zeugen. Ich habe nämlich den Fall übernommen. Und wenn mit Hilfe dieser Zeugen beweisen. Hey, haut's den Fall ab! Was heisst das jetzt für mich? Freispruch nehme ich an. Kommt, das können wir feiern. Voll der Hammer, Mann! Da sind wir doch froh, dass sich alles zum Guten gewendet hat. So. Und jetzt besuchen wir jemanden, wo ich mich ganz besonders auf sie gefreut habe. Frau Iseli hat mir zu diesem Zweck ihr Auto überlassen. Nein, ihre Bussen zahle ich also nicht. Los geht's.
Was vielleicht nicht alle wissen, Elvira Iseli hat eine Zwillingsschwester, Dorothee. Und die ist fast noch etwas frecher als sie. Sie führt einen Coiffeursalon und dort gehen wir jetzt her. Voilà. Grüße, Frau Iseli. Seid ihr angemeldet? Nein, ich wollte nur... Ja, wollen... Sag nichts. Wenn ich da mit der Frau Galmi fertig bin, dann können wir dich an eurem Friseurli arbeiten. Sitzt dort mal ab. Merci. Darf ich mir das Frage gestalten? Was machen Sie mit meinem Haar? Ja, mache ich etwas Freches und Peppiges. Das bringt doch eure Bundesratskollegen ein bisschen in Fahrt. Aber sowas ist nicht haltbar. Mama, das ist sehr gut haltbar. Ich habe auch Lack genommen. Der hat mindestens 5 Jahre. Steht da auf der Dose. Entschuldigung. Frau Iseli, ihr habt da etwas modernisiert, oder? Ja, sag nicht. In dieser Folge, die ihr jetzt seht, hat der Coiffeursalon noch etwas anders ausgesehen. Aber es ist mindestens so turbulent zu und her gegangen wie jetzt. Viel Vergnügen bei Coiffeur Iseli. Was meine Schwester so macht. Ciao, Dorothee. Oh, ciao, Elvira. Kommst du kurz ein Säulchen aufpeppen? Nein, nein. Nur wieder mal ein bisschen schneller, weißt du? Schliesslich haben wir einander schon lange nicht mehr gesehen. Sicher? Ja, sag nichts. Das ist schade, weil das Leben geht vorbei. Zack, weg, du, bevor du nur... Zack, weg. Sicher? Ja, sag nichts. Darum habe ich gedacht, verbringst wieder mal ein bisschen Zeit mit deiner Zwillingsschwester. Genau. Und wenn du schon da bist, kannst du gerade den Laden hüten. Ich muss schnell das Päckchen auf die Post bringen. Ja, aber... In 5 Minuten bin ich wieder zurück. Um die Zeit kommt sowieso niemand vorbei. Ich nehme schnell die Rolls-Royce, gell? Tschüssi! Zack, weg! Wie ist jetzt das gegangen? So. Die hat gar nicht so einen schlechten Job, du. Ja, so noch. Excuse. Ich muss darum schnell das Päckchen auf die Post. Schon zu spät. Die bauen aber rasant ab. He? Grüezi. Meine Nerven. Haarschneiden bitte. Seid ihr sicher? Das ist doch offen, oder? Ja, schon, aber Sind Sie? Noch ein bisschen anschneiden. Ja, ihr müsst es wissen. Ich kann ja anfangen. Hoffentlich kommt die bald wieder. Wo
sie jetzt hier auf Lopfigen runter? Oder haben die auch keine Post? Was ist jetzt das? So. Da gehen garantiert keine Haare mehr. Vielleicht den Stuhl noch etwas aufstellen. Wo ist denn das Stuhl? Verstell den Galerie. Ah, da! Ah, da! Machen wir ein kleines Blessing oder ein Frontalondoleur? Was heisst das? Keine Ahnung, aber ich finde es dort noch so gut im Coiffeur-Jargon. Noch ein bisschen Spitze, bitte. Ach, das wird absolute Spitze. Wo ist denn die Dorothee? Sag mir, das hat mir auch also noch gefällt. Da hätten wir mal die Dumdöse. Das hier sieht eher aus wie ein Fischbesteck. Oder die Zange kann man noch ziehen damit. Der hat nicht etwa die Zange weh. Sagen Sie mal, wenn Sie nicht endlich anfangen? Ah, bei dem einen nicht. Seid ihr gerade vorbeikommen? Gerade in die Werkstatt, bitte. Merci. Wartet noch schnell da. Vielleicht können sie es nicht flicken. Dann müsstet ihr mich bis zur Post stoßen. Hallo. Excuse, ich habe hier eine Autopanne. Ja schon, aber im Moment bin ich beschäftigt. Was ist es? Ein Hydraulikklemmer oder eine Snoppenwellenmutter herabgeklopft? Erwin! Kundschaft! Sie wünschen? Mir ist das Auto abgelegt. Das Auto? Sie meinen das hier? Tut mir leid, da sind Sie bei mir falsch. Bei diesem Modell kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Momo, das schafft ihr schon. Nachher brauche ich noch ein Ersatzauto. Meines Wissens ist zurzeit kein Ersatzauto verfügbar. Kabis. So schaut doch zuerst einmal nach. Hopp, hopp. Moment. Braucht ihr etwa den 17er? Nein. Wie gesagt, es ist leider nichts um. Papperlapapp! Ich gehe nicht fort, bevor ich ein Auto habe. Gleich was für eins. Verstanden? Das kurz mal im Überblick. Was findet ihr? Katastrophe. Ja, schon, aber es geht grundsätzlich in die Richtung, die ihr euch vorgestellt habt. Jetzt schauen Sie sich das an. Das ist ja hochmodern. Super Trend. Finden Sie? Sicher. Guten Tag. Wäsche schneiden, legen Föhnen auf die Bieren. Aber seid ihr nicht die andere? Ja, meine Schwester ist nicht da, könnte also wieder gehen. Nein, ich bin angemeldet. Ja gut, Wäsche kann ich anfangen.
Coiffeur Iseli, Iseli, aber nicht die Iseli, sondern die andere Iseli. Rüttet später wieder an. Ich habe eine kleine Lösung im Haarwurzelbereich. Und in diesem Zusammenhang bedeutet... Frau Iseli? Ja, Moment. Haben Sie es entweder so vorgestellt? Machen wir. Ein wunderschönes Stäckchen, alle schick. Nein, aber nicht die auch noch. Voilà, da haben wir ja nicht gepasst. Nur mit Parkieren wird es auch ein bisschen Sense mit diesen Kisten da. Hey, dir! Ich muss auf die Post, du bist doch ein bisschen im Weg. Ihr könntet nicht schnell aufpassen, wie etwas ist. Einfach pfeifen, so. Alles klar? Nein. Merci. Ja, nein. Ja, hey. Marken haben Sie noch wollen, gell, Sie? Ja, 3 A-Marken und 2 B-Marken. Also mit dem Matterhorn-Sujet. Auf der A-Marke? Nein, auf der B-Marke. Und sonst lieber nur 2 A-Marken und 3 B-Marken. Mit dem Stuhl drauf, gell, Sie? Auf der B-Marke? Nein, auf der A-Marke. Ist dort nicht das Matterhorn? Nein, das ist im Wallis. Dann vielleicht doch nur eine B-Marke. 3 Galaxy. Nein, 5. Ah. Wo ist denn hier? Ich will zuerst mal ein bisschen grundieren. Frau Iseli, eben, was mein empfindlicher Haarboden betrifft. Mit wie lange rechnet sie jemanden, bis ich klarkomme? Noch ein bisschen Geduld. Wisst ihr was? Lesen gerade alles. Bis dann bin ich so. Das bist aber. Mit dem Nagellackentferner verrutscht. Also, ich habe da das Gefühl von der, die uns lebt. Nimm jetzt gleich noch eine A-Marke zum Ausprobieren. Also eine A-Marke, gell, Sie? Ja. Und dann noch eine 10er-Marke. Was kostet die? 10 Rappen. Ah ja. Etwas folgen. Nein, nein, du. Morgen wieder. Ja, das Pressant. Das müssen Sie aber noch frankieren, gell, Sie? Ja, Moment. Oh, das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich das Portemonnaie vergessen. Geht's auch mit Bankkarte? Um den Recken und dann alles die Straße ab. Dort hat es einen Bankomat. Das gibt's ja nicht. Keine Tiefe bleiben, Mosel.
Eigentlich läuft der Mann davongelaufen. Ich glaube, der hat eine Scheibe mit der Frau Ambühl. Frau Iseli? Ja, gerade. Kennen Sie Frau Ambühl? Das ist eine verwitwete Fähne, die nachher eine Ambühl geladen hat. Aber jetzt mit einem Pleiten muss ich zusammen nicht, wo ja bei der Firma Gottike arbeitet. Kennen Sie den Herrn Gottike? Pronto? Schrupatelli? Frau Schrupatelli, da ist Iseli. Gut, dass ich euch verrutsche. Ich sage nur eins. Hilfe! Ich habe den Code vergessen, aber es kommt mir schon noch. Es ist das Geburtsdatum des General Gison geteilt durch 2. Ich weiß nicht, wenn es den Geburtstag hat. Tut mir leid, aber Moment. Blöd, hä? Was mache ich jetzt? Du, Schatz, kannst du schnell im Lexikon nachschauen, wenn der General Gison geboren ist? Gison geschrieben. Viele Grüezi miteinander! Wo ist Ihr Problem? Gott sei Dank, kennen Sie Flebalti Säge? Nicht jetzt, Frau Schori. Meine Schwester Dorothee hat mich im Stich gelassen. Jetzt muss ich den Laden schmeissen. Ich dachte, ihr könntet mir vielleicht ein bisschen helfen. Sie, ist es super, das habe ich noch nie gut für ihn gemacht. Also, die Rosmarie gefunden. Hätte ich gerne. Wäsche schneiden, legen Föhnen auf die Pier. Sie, mag ich die bedoben das? Zuerst die Wäsche, nicht die Schneiden, nicht die Legen, nicht die Föhne, nicht die auf die Pier. Excuse, aber Wäsche haben wir eigentlich schon. Entschuldigung. Es ist mir etwas peinlich, aber wir haben ein Problem. Wir sollten in 5 Minuten auf dem Standesamt sein und heiraten. Und die Trauzeugin ist nicht da. Könntet nicht ihr? Ja, es tut mir leid, ich muss dringend auf die Post. Bitte. Ich weiß gar nicht, was die Dorothee macht die ganze Zeit. Hoffentlich ist nichts passiert. No, muss ich nicht die Scheisse haben, Frau Iseli. Figaro li, Figaro la, Figaro zu, Figaro zu, Figaro la 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 la. Es ist eben 5 Minuten jünger als ich, darum muss ich gerne ein bisschen schauen. Die lässt jetzt keine Fäden abfassen, weil sie nicht so zu feinen Gespür hat wie ich. Darum frage ich Sie, Beatrice? Beatrice. Beatrice, mit der Gürtel? Nein. Darum frage ich Sie, Beatrice, ohne Egü auf dem E, wünscht Sie denn hier anwesende Gott? Kann man eigentlich auch vielleicht sagen. Also bitte. Es gibt ja immer gewisse Fragezeichen. Habt ihr denn schon Dings zusammen? Das geht wirklich nicht. Wir wollen keuschend eh. Gell, Kurt? Also, der Kurt macht mir eher den Eindruck, als wäre es eine Occasion. Und frage ich Sie nochmal, Beatrice. So gewisse Erfahrungen macht man natürlich immer als Mann. Ich meine. Was? Das hast du mir gar nicht. Kurt. Oh, ich bin voll Fettnapf. Figaro! Grüße Gott, Frau Rosmarie! Was ist? Ja, alles tipptopp. Bei dir auch tipptopp, Frau Iseli. Ja, jetzt haben wir es im Griff. Frau Mosima, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die hat ja seine Zeit. Zusammen mit der Frau Blondin. Müsst nicht den Kopf lang. Da kommt schon wieder eine andere.
Ich würde noch schon heiraten, aber ich habe im Moment einfach keine Zeit. Also, Kopf hoch. Hier, da. Doch nicht da. Den müsst ihr geben. Schau mich mal her. Das ist alles uns. Voilà. Nur blöd, dass wir eine Miese gemacht haben. Oh ja. Hey, was ist los? Was ist los? Schau, was ist los? Voilà, s'il vous plaît. Da gibt es aber noch Retourgeld, gell? Kauft noch einen Nussgipfel zum Zvieri. Jetzt habe ich noch vergessen, etwas drin zu tun. So blöd. Ich bin jetzt da. Na, das glaube ich an mich. Oh, sag nicht. So, das wäre das gewesen. Merci, Kacko, die Knöpfe. Du bewahrst vielleicht das alles. Ah, das ist die Tür. Und das da, ist das der Schleudersitz? Hey, hallo! Was wollt ihr da? Hört, ihr seid verspätet. Jetzt warten wir schon eine geschlagene halbe Stunde. Erklären Sie mir das. Nehmt alle Platz, wir fahren los! Ja, was? Auf was warten wir? Das ist ein Missverständnis. Ich bin doch kein Taxi. Also, wenn ihr weiterhin so viele gespenstige Tüten zahlen, wir das Honorar von 1'000 Franken nicht. Wie viel? Ja, gut, dann sagen wir 1'200, aber mehr nicht. Hm. Wenn das so ist. Ich werde mich also beim Reisebüro Blättler beschweren. Was für ein Reisebüro? Stopp! Ihr seid gar nicht vom Reisebüro Blättler. Ja, nur, fahren Sie. Ich habe ja gesagt, das sei ein Missverständnis. Halt, warten Sie. Wenn jetzt der Bus vom Reisebüro Blättler kommt und die Reisegruppe ist gar nicht dort, ja, nur selber die Schuld. Wenn Sie zu spät kommen. Also los! Ja, was jetzt? Fahren! Oho. Oder nicht fahren? Oder doch fahren? Oder dich nicht? Oder doch? Oder nicht? Bitte, 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 fahren Sie einfach. Hinter das Handy sollte dringend telefonieren. Für Iseli, Iseli, aber nicht die Iseli, sondern ich bin's, Dorothee! Dorothee! Gott sei Dank, da ist mir recht im Kacko geladen. Sicher? Ja, sag nichts! Aber es ist da etwas dazwischen gekommen, weil... Ja, und wenn wir schon dabei sind, wird jetzt noch etwas später, weil... Ich muss noch schnell... Wo fahren wir her? In Schwarzwald. In Schwarzwald? Also, bis später, Elvira, gell? Tschüssi! Ja, aber du kannst doch nicht einfach. Hallo! Viele Grüße machen von mir. Schon zu spät. Aber wir haben ja alles im Griff. So. Fertig, Frau Andereck. Finito! Ist er gut? Oder ist er scheisse dreckig? Doch, doch. Ganz okay.
weil es dir seid erst noch gratis. Auf Wiedersehen. So, dann wäret jetzt dir dran, Frau Schori. Willst du zu Frau Iseli, du oder willst du mich? Was ist denn mit dir da los? Und ich wüsste das. So, das wär's gsi. Ich hoffe, es hat noch ein bisschen Spass gemacht. Hey, die! Weißt du, schon fertig? Ja, ich will mich verabschieden zusammen mit. Zusammen mit all meinen mehr oder weniger charmanten Freundinnen, die. Viele Grüezi! Grüße, Frau Schrupatelli. Es hat mich doch verwundert, wenn ihr nicht auch noch auftaucht wäre. Wie ist ein alter Wein am Morgen? Viele Frauen, du. Willst du nicht wärmen? Nein, es geht schon. Hey, dumme Zug, es ist ein Scheissendreck, draußen stehen. Jetzt gehen wir rein, Kaffee auf den Semmel, gell? Also dann, tschüss!